Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Mondlux. Mein Name ist Martin und ich zeige euch heute mal ein Projekt, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Das ist jetzt ein Schrank, der ist schon fertig, könnte man meinen. Na, nicht ganz. Also ich muss ihn noch verleimen, der ist nur zusammengesteckt. Und die Zwingen brauche ich auch, damit er nicht auseinander geht, wenn ich hier dran arbeite. Hier oben kommen dann Äste rein, in die dann Kerben eingeschnitten werden, wo Messer drin stecken. Das wird eine Messervitrine, deswegen ist dann hier außen auch Glas. Eine Beleuchtung kommt hier rein, dass man eben dann auch die Messer schön sieht. Und das Besondere dran an diesem Projekt ist eben, dass jetzt hier diese keltischen Symbole mit reingearbeitet werden. Also in die Tür kommt der keltische Dreiecksknoten hier rein oder an den Säulen besser gesagt, hier umlaufend, kommt wie so ein Band, was sich ineinander verschlingt, verwindet. Und das Ganze wird eben mit als Brandmalerei hier reingearbeitet werden. Und dann oben im Kranz teilt sich das Ganze nochmal. Also ich bin echt gespannt, wie das dann später aussehen wird. Ja. Dann kommt doch einfach mit und schaut euch an, wie es losgeht. Jetzt bin ich gerade dabei, an der Tischfräse hier die Rundung auszufahren für den Kranz oben drauf. Das soll dann mal so aussehen, das Profil. Und ich habe mir jetzt dafür noch eine kleine Schablone gemacht, weil der Fräser ja einfach gerade ist und ich kann die Spindel bei der Maschine nicht neigen. Deswegen muss ich das Werkstück neigen. Das kommt dann hier rein. Da habe ich hier einfach die schrägen Leisten dran geschraubt und einen Anschlag dran. Die kommt dann hier so rein, so rum. Zack, und dann kann ich das so fräsen. Bisschen abenteuerlich, aber funktioniert. Ihr habt gesehen, dass ich hier immer wieder den Anschlag hier hinten ein Stück nach hinten gerückt habe. Ich kann nämlich so viel Material nicht auf einmal abnehmen, dann kriege ich einen mächtigen Rückschlag vom Fräser. Das, nee, nicht gut. Deswegen immer so ein kleines Stück, noch ein Stück, noch ein Stück und dann irgendwann komme ich eben hier raus. Ich habe jetzt dafür 5 Durchgänge gebraucht. Es hätten auch 6 sein können. So habe ich das jetzt erstmal gemacht. Jetzt kommt hier noch eine andere Rundung für oben dran, um das abzuschließen oben. Ja, dann muss ich die Fräse erst nochmal umbauen. Gestern ist das Glas gekommen hier für die Vitrine. Da kann ich den Schrank jetzt wieder auseinandernehmen und die ganzen Nuten und die Felze vorbereiten, damit es dann auch eingepasst wird. Um das Zusammenstecken mir ein bisschen zu vereinfachen, habe ich jetzt anstatt der Dominos einfach nur mal 8er Dübel reingesteckt. Dadurch hatte ich ein leichtes Spiel, das heißt schon ein ganz schönes Spiel in der Höhe beim jetzt Zusammenbauen. Aber daher habe ich jetzt beim Auseinanderbauen das einfacher, das wieder rauszunehmen, weil die 8er Dübel halt nicht so fest sitzen wie die Dominos. Deswegen ist es auch ein bisschen wackelig. Jetzt muss ich wieder alle Stücken kennzeichnen, damit ich das auch wieder so zusammenkriege, wie es schon mal war. So, ich sagte, es gibt noch eine kleine Überraschung und zwar habe ich den Schrank jetzt noch verleimt und dieses Motiv ist hier reingebrannt. Das Ganze hat eine Freundin von mir gemacht, hier von Freiraum. Ja, dieses Motiv, das soll so ein keltisches Knotenmotiv sein, also dass diese Fäden sich ineinander immer wieder weiterwinden und dann von unten geht das Ganze hier rum, geht hier hoch, verteilt sich, geht auch zu andersrum.
Ich werde hier oben den Kranz nochmal anbringen. Das Ganze sieht dann so aus. Zack, hält auch schon. Ja. Und es sind noch ein paar kleine Arbeiten zu machen. Die Glasleisten müssen noch rein. Das Glas und ja, so Kleinigkeiten halt ein bisschen putzen und dann geht es schon weiter mit der Oberfläche.